kommen zum letzten Tagesordnungspunkt, der diskutiert wird, nämlich Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften. Redezeit auch hier 5 Minuten vereinbart. Für die Regierungskoalition oder die Regierungsfraktionen bringt Kollege Heinz den Gesetzentwurf ein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum letzten Tagesordnungspunkt noch ein wichtiger Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen, den ich heute einbringen darf. Es handelt sich um die Änderung des Landtagswahlgesetzes und weiterer Vorschriften. Hintergrund sind die schon am Dienstagabend bei den Gesetzentwürfen der beiden anderen Fraktionen angesprochenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die aus unserer Sicht uns auch dazu zwingen, auch das Landeswahlrecht anzupassen, da über das Homogenitätsgebot des Grundgesetzes diese beiden Entscheidungen auch direkte Auswirkungen auf uns haben. Zukünftig soll es, so ist auch unser Wille, so sein, dass nicht mehr allein die Vollbetreuung oder die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bei Schuldunfähigkeit dafür Auslöser sein sollen, dass man das Wahlrecht verliert, sondern wir wollen es, wenn man es zusammenbindet, immer der Einzelentscheidung eines Richters überlassen und keinen Automatismus mehr haben. So sehen es auch die Richter in Karlsruhe. Das Wahlrecht ist eines der elementaren Rechte in einer Demokratie zur Mitwirkung. Und unser höchstes deutsches Gericht hat zu Recht erkannt, dass dieser Automatismus künftig nicht mehr sein darf. Wir wollen das auch, wie gesagt, auch ins Landeswahlrecht entsprechend übertragen. Und wir haben uns dabei sehr eng an die bundesrechtlichen Vorschriften angelehnt. Wir halten es für sinnvoll, auch künftig unser Wahlrecht mit dem des Bundes zu harmonisieren, nicht nur für Fälle, wo Wahlen am gleichen Termin stattfinden und auch in der die Wahlhandlung miteinander synchronisiert wird. Auch sonst ist es für die Wahlbehörden und alle daran Beteiligten einfacher, glaube ich, und handhabbarer und am Ende auch rechtssicherer, wenn man da eine möglichst große Konkurrenz eben herstellt. Das ist ein wichtiger Teil unseres Gesetzentwurfs, aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Teil. Wir wollen auch die Verfassungsänderung, die die Hessinnen und Hessen am 28. Oktober 2018 mit sehr großer Mehrheit gemeinsam beschlossen haben, auch in einfaches Landesrecht umsetzen. Zum einen geht es hier um die Anpassung, das Wählbarkeitsalter, was von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt wurde, soll auch im Landesrecht natürlich so niedergelegt werden. Die Verfassung überlagert das zwar, aber aus Gründen der Klarheit muss natürlich auch das einfache Gesetz angepasst werden. Und auch das Quorum für die Volksbegehren, was von 20% auf 5% durch Volksabstimmung reduziert wurde, muss auch entsprechend im einfachen Landesrecht entsprechend angepasst werden. Darüber hinaus schlagen wir Ihnen noch eine weitere echte materielle Änderung vor mit unserem Gesetzentwurf. Wir wollen auch den allerersten Schritt, nämlich die Regelung, wie ein Volksbegehren überhaupt angestoßen werden kann, erleichtern. Bisher ist dort einfach gesetzlich vorgeschrieben, dass 2% der wahlberechtigten Bürger eben diese Änderung tragen müssen im ersten Schritt. Wir wollen die Schwelle halbieren auf 1%. Das heißt ganz konkret, statt bisher etwa 87.000 wahlberechtigten Hessen sind es jetzt gut 43.000. Das heißt, es ist eine sichtbare und deutliche Senkung dieser Hürde. Die wird halbiert. Und wir wollen auch es denjenigen, die dort initiativ werden, auch deutlich einfacher machen, dann die 5% der Hessen zusammenzubekommen, damit es dann auch am Ende zum echten Volksbegehren kommen kann. Wir wollen den Korridor deutlich ausweiten, indem diese Unterschriften gesammelt werden können. Bisher waren es 2 Monate, und diesen Zeitraum wollen wir gerne verdreifachen, nämlich auf ein halbes Jahr ausdehnen. Wir haben uns auch Ländervergleiche angeschaut. Ich glaube, mit einem halben Jahr als Möglichkeit für diese Initiatoren liegen wir da in einem sehr guten zeitlichen einer sehr guten zeitlichen Spanne und werden es denjenigen, die dort ja rein ehrenamtlich initiativ werden und auch oft über kein großes Backup verfügen, werden wir es deutlich erleichtern, auch diese ja dann doch deutlich stattlichere Zahl von über 200.000 Wahlberechtigten zusammenzubekommen. Wir werden in der Folge dann sehen, wenn es so kommt, ob viele Bürger diese Möglichkeit nutzen der direkten Demokratie. Wir wollen jedenfalls einen Anstoß dazu geben. Zugleich haben wir uns ja auch in dem gesamten Prozess der Verfassungsänderung gemeinsam oder mit sehr großer Mehrheit dafür entschieden, dennoch hohe Korrekturhürden und Mechanismen noch beizubehalten, dann auf der dritten und letzten Ebene
sieht die Verfassung ja jetzt neu ein Zustimmungserfordernis von 25% aller Wahlberechtigten vor, was aus unserer Sicht weiterhin sicherstellt, dass es dort nicht zu willkürlichen Entscheidungen kommt. Aber diese ersten Stufen, die wollen wir ausdrücklich erleichtern, auch dann die Möglichkeit schaffen, dass der Landtag gezwungen wird, sich mit einer Initiative zu beschäftigen, die breit getragen wird. Und hier befinden wir uns im Bereich der Rechtsfortbildung auch für unser Land. Wir werden dann sehen, was es in der Folge auslöst, wie oft dann es auch dazu kommt. Unsere südlichen Nachbarn in Bayern haben ja gelegentlich schon Erfahrungen gesammelt. Auch nicht, sage ich auch mit einem Schmunzeln, nicht immer zur Freude der jeweiligen Regierung. Aber ich glaube, das muss der Landtag, das ist auch bereit, die Regierungsmehrheit auszuhalten, wenn es dazu kommt, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein echter Beitrag zu mehr direkter Demokratie in Hessen. Dazu geben wir heute einen Anstoß. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächstes für die Sozialdemokratie Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist in der Tat, was im Gesetzentwurf der Landesregierung steht, ist jetzt wenig spektakulär. Herr Beuth, deswegen vielen Dank für Ihre Mühe. Erstens. Sie setzen Dinge um, die in der Tat der Souverän, das Volk, entschieden hat am 28. Oktober, Wahlrecht von 21 auf 18 und andere Dinge. Die sind auch unstrittig, haben wir gemeinsam verabredet in der Verfassungsenquete. Das ist jetzt das administrative Handeln, nicht spektakulär. Es ist geregelt, das sogenannte inklusive Wahlrecht. Hätten wir heute gar nicht gebraucht, wenn Sie im letzten Jahr den Gesetzentwürfen hätten zustimmen können. Also überflüssig an der Stelle. Wollten Sie damals nicht, waren Sie uneinsichtig. Haben wir am Dienstag auch diskutiert mit zwei Gesetzentwürfen. Sie sind jetzt gezwungen worden durch das Bundesverfassungsgericht, sonst hätten wir heute noch keine Regelung. Aber da gehen wir in die Anhörung. Dritter Punkt, der in der Tat relevant ist, Herr Heinz. Sie haben die Voraussetzungen für die Einleitung eines Volksentscheids, eines Volksbegehrens erleichtert. Das ist objektiv so. Nur muss man dazu wissen, in Hessen waren die Hürden für die Einleitung eines Volksbegehrens extrem hoch, im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern. Deswegen bestand und besteht hier Nachholbedarf. Und wir sind auch noch nicht so gut wie viele andere Bundesländer, weil wenn ein Volksentscheid erfolgreich sein soll, brauchen Sie 220.000 Stimmen etwa. Auch das haben Sie reduziert. Aber Sie brauchen mindestens 25% der Wahlberechtigten. Und das ist dann etwa, liegen wir bei 1,1 Millionen Stimmen. Das ist dann schon deutlich hoch. Also in Richtung direkte Demokratie, finde ich, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, um es mal vorsichtig und freundlich zu formulieren. Deswegen ist dieser Gesetzentwurf nicht spektakulär. Er setzt Dinge um, die entschieden sind, sage ich mal. Wir hätten uns auch mehr vorstellen können. In der Verfassungsenquete beispielsweise, dass bei Kommunalwahlen auch 16-Jährige wählen dürfen, hätten wir uns vorstellen können. Haben Sie und die Grünen abgelehnt. Insofern müssen wir mit den Gegebenheiten leben, die heute da sind. Der Gesetzentwurf geht in die Anhörung. Und ich schenke dem Haus damit 2 Minuten 10 Sekunden. Vielen Dank. Wir bedanken uns tiefst untertänigst, Herr Kollege. Ob Stefan Müller das jetzt auch so macht, werden wir gleich sehen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich betrachte es als Herausforderung und werde diese annehmen. Es ist in der Tat kein spektakulärer Gesetzentwurf, das ist, glaube ich, unstreitig. Das Thema Wahlrecht wurde schon am Dienstag diskutiert, wobei ich sagen muss, dass die Position hier aus unserer Sicht durchaus differenziert aufgezeigt ist. Wir werden aber die Anhörung uns genau anschauen und auch schauen, was dort insgesamt. Ich gehe davon aus, dass wir alle drei Gesetzentwürfe zusammen anhören werden, dass wir uns dann dazu noch entsprechend an Expertenwissen heranziehen können. Der zweite Punkt, der noch gar nicht angesprochen ist, zumindest nicht groß, ist das Thema Gesichtsverhüllung. Diese Übertragung der bundesgesetzlich schon vorhandenen Regelungen ist sicherlich auch sinnvoll und wird, glaube ich, nicht den wesentlichen Aspekt in der Anhörung bilden. Der dritte Punkt ist dann schon ein spannender Punkt, das Thema Neuregelung im Bereich der Volksbegehren. Hier haben wir das, was wir im Volksentscheid schon beschlossen haben, in die Verfassung aufgenommen haben, jetzt auch in der Umsetzung in die entsprechenden Gesetze. Die Absenkung des
Zulassungsquorums auf 1% und des Zustimmungsquorums für Volksbegehren auf 5%. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das war das, auf das man sich geeinigt hat. Insofern ist das auch dort nur die Umsetzung. Aber ich glaube, dass wir hier sicherlich auch in der Anhörung noch den einen oder anderen haben werden, der dort weitere Ideen und Vorschläge hat, wie man dort vielleicht auch noch weitere Ansätze bringen kann. Auch das werden wir uns gespannt anschauen und gucken, was es dort für Ideen gibt. Und wir haben hier damit insgesamt dann drei Bereiche, die uns sicherlich eine wieder unterhaltsame Anhörung im Innenausschuss erreichen werden. Damit will ich es heute hier belassen. Alles Weitere dann in der zweiten Lesung. Und damit schenke ich dem Haus 3 Minuten und 15 Sekunden. Vielen Dank. Die Herausforderung wurde erfolgreich angenommen. Als nächster Kollege Wissenbach, bitte für die AfD. Herr Kollege Wissenbach hatte schon vorher gesagt, dass er sich kurz fassen wolle. Also, wir sind jetzt mal gespannt, wie das Wettrennen weitergeht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist nicht mein Redemanuskript. Zu dieser Zeit lese ich nichts vor. Hört eh keiner zu, wenn man nur vorliest. Ich will nur kurz noch einmal darauf hinweisen. Ich möchte einen fehlerhaften Eindruck, der in der Öffentlichkeit entstehen könnte, an dieser Stelle noch einmal entgegentreten. Dieser Eindruck lautet, dass das wirklich empfehlenswerte, auch für Laien lesbare Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29.01.2019, das damit aufgeräumt hat, dass der Wahlrechtsausschluss für unter Vollbetreuung Stehende und für Schuld, zum Tatzeitpunkt Schuldunfähige aufgehoben wurde und dass nun alles gut ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden. Es war nicht so, dass der Gesetzgeber bis Januar willkürlich einfach Falsches gemacht hat. Der Gesetzgeber hatte durchaus eine Zielrichtung, und die war nicht willkürlich und die war nicht demütigend. Die hatte ein Rechtsgut zu schützen, nämlich die Integrität der Wahlen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich empfohlen, andere Kreise für den Ausschluss, der nötig ist, damit die Wahlen nicht verwässert werden, durch Leute, die nicht an Wahlen teilnehmen dürfen, Ausländer dürfen nicht, ähnliche Dinge. Das hat das Bundesverfassungsgericht empfohlen, und die sind ja dran, das in 13 Bundeswahlgesetzen nicht einfach durch eine Streichung zu erledigen, so steht es im Koalitionsvertrag, sondern da vernünftige Kriterien neu zu entwickeln. Und ich empfehle, gleich bin ich fertig, Gelassenheit. Denn die Vorschriften, die hier jetzt auch wieder geändert und aufgehoben werden sollen, die gelten sowieso schon nicht mehr. Die sind verfassungswidrig und nichtig, auch soweit sie hier im Kommunalwahlrecht oder im Landeswahlrecht eine Rolle spielen. Schönen Dank. Das war es, was ich sagen wollte. Ich würde sagen, vielen Dank, Herr Kollege. Fast zeitgleich mit Herrn Kollegen Müller. Als Nächste hat 5 Minuten Frau Kollegin Goldbach. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Rudolph, ich bin jetzt richtig froh, dass ich mich immer noch auch auf Sie beziehen kann. Und das will ich jetzt erst einmal tun. Es gibt ja wohl Unterschiede zwischen dem Gesetzentwurf der SPD und dem der Regierungskoalition, und zwar im Wesentlichen zwei. Dass wir nämlich die Assistenz für Menschen, die unter Vollbetreuung stehen und zur Wahl gehen, klar geregelt haben, damit es dort keinen Missbrauch und keine missbräuchliche Einflussnahme auf die Wahlentscheidung dieser Menschen gibt. Ganz wichtiger Unterschied. Das Zweite ist, wir haben immer gesagt, als Sie schon einmal letztes Jahr einen Entwurf eingebracht haben, wir bestehen darauf, dass es eine harmonisierte Lösung gibt mit dem Bund. Und das ist auch richtig so. Und genau das machen wir jetzt. Gleiche Regeln für die Wahlen, die Bedingungen und auch für die Assistenz. Bei allen Wahlen werden wir dann haben für Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Direktwahlen. So, das sind die zwei Punkte. Das ist der wesentliche Unterschied. Und deswegen finden wir unseren Gesetzentwurf besser. Wir stärken neben der Beseitigung der Wahlrechtsausschlüsse die Volksgesetzgebung. Und ich möchte nur mal kurz sagen, wie das in Hessen bisher war. Es ist nämlich noch nie ein Volksbegehren zustande gekommen. 1966 gab es mal ein Begehren zur Einführung der Briefwahl. Die haben die Zulassungshürde zwar geschafft, erreicht aber nicht das Zustimmungsquorum. Die wurde dann trotzdem eingeführt, 1970, ein paar Jahre später, aber nicht durch Volksbegehren.
1981 scheiterte das Begehren keine Startbahn West. Da waren vielleicht auch ein paar GRÜNE beteiligt dran. Aber deshalb, weil der Gesetzentwurf nicht den Bestimmungen der Verfassung entsprach. Und da gab es noch einmal 1997 einen Versuch, nämlich das Volksbegehren Wiedereinführung des Buß- und Bettages als ein Feiertag. Und auch das wurde nicht zugelassen, weil da schon die Stimmen fehlten. So. Und wir haben gesagt, das steht ja in der Verfassung, die Volksgesetzgebung, diese Möglichkeit. Also müssen wir jetzt endlich auch ermöglichen, dass das funktioniert, und dazu müssen wir die Hürden absenken. Dem hat auch eine große Mehrheit der Bevölkerung letztes Jahr bei der Volksbefragung zugestimmt. Und darüber hinaus aber haben wir gesagt, nicht nur das Zustimmungsquorum wird gesenkt auf 5%, sondern eben auch die Zulassung von 2% der Stimmberechtigten auf 1%. Und die Listen liegen deutlich länger aus, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger eintragen können, nämlich statt 2 Monaten in Zukunft 6 Monate. Auch das ist noch einmal eine deutliche Verbesserung. Kaum war unser Gesetzentwurf in der Welt, gab es Kritik, auch in den Medien. Zum Beispiel, ich zitiere, indem man das Volk entscheiden lässt, wenn es wirklich wichtig ist, bedeutet das eine Aushöhlung der repräsentativen Demokratie. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, das ist harter Tobak. Es gibt richtige Abwehrreflexe gegen diese plebiszitären Elemente unserer Demokratie, und das kann nicht sein. Wir sollten es wagen, denn es ist in der Verfassung ausdrücklich vorgesehen. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen ihren politischen Willen äußern, ihre Meinung äußern, in ganz vielen Formen und auf ganz vielen Medien, in den sozialen Medien. Wir haben ganz viele Online-Petitionen, auch im Petitionsausschuss erreichen uns immer wieder Vorschläge zur Gesetzesänderung. Es gibt so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor, politische Willensbildung und Meinungsäußerung zu betreiben. Und da sollen wir jetzt sagen, wir wollen aber nicht, dass das Volk sich beteiligt. Das kann nicht sein. Es ist doch viel besser, wenn wir sagen, wir nutzen dieses Instrument der direkten Demokratie, verbessern es und ermöglichen damit eben eine Beteiligung des Volkes an der Gesetzgebung. Und genau das machen wir jetzt, und das setzen wir damit um. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dem Verhältnis von Politik und Bürgerinnen und Bürgern. Denn nur gemeinsam können wir doch streiten für eine gemeinwohlorientierte und solidarische Politik. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger sich daran beteiligen können, über dieses Instrument der Volksgesetzgebung, dann können wir gemeinsam an einer guten Gesetzgebung arbeiten. Und es wird öffentliche Debatten geben, es wird öffentliche Veranstaltungen geben. Die Presse wird darüber berichten. Und das halten wir für gut und richtig, und deswegen wollen wir das umsetzen. Letzter Punkt. Wir setzen auch noch um, was das Volk entschieden hat letztes Jahr, nämlich das Wahlalter in Hessen zur Landtagswahl endlich von 21 auf 18 zu senken. Das konnte man noch nie jemandem erklären, dass man mit 18 in den Bundestag kann, aber erst mit 21 in den Hessischen Landtag. Auch das werden wir dann ändern. Danke schön. Auch wir bedanken uns. Als letzter Redner für die Fraktion, Herr Dr. Wilken. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu den Wahlrechtsausschlüssen habe ich am Dienstag bereits alles Notwendige gesagt. Werde ich mich nicht mehr zu äußern, außer Ihnen ernsthaft die Frage zu stellen, was Sie bewogen hat, zwei so wichtige Themen in ein Gesetz zusammenzupassen. Das wird beidem nicht wirklich gerecht. Meine Damen und Herren! Die Demokratie in Deutschland ist vielfältiger geworden. Bürgerinnen und Bürger möchten gehört und in die Entscheidungsfindung stärker eingebunden werden. Und sie wollen auch in den Jahren zwischen zwei Wahlterminen nicht nur mitreden, sondern auch mitgestalten und mitentscheiden. Wir haben uns bereits im Rahmen der Verfassungsänderung daher noch einmal für deutlich niedrigere Hürden ausgesprochen, als wir dann in der Verfassungsänderung gemeinsam verabredet haben. Von daher ist es nur Konsequenz, dass wir jetzt auf der einfach gesetzlichen Ebene in die gleiche Richtung argumentieren. Ich will ganz deutlich sagen, wir begrüßen es ausdrücklich, dass Sie in dem vorliegenden Entwurf für die erste Stufe der
Volksgesetzgebung den Zulassungsantrag nur noch 1% der bei der letzten Landtagswahl Stimmberechtigten unterschreiben müssen. Das ist eine deutliche Vereinfachung, die wir begrüßen. Wir sind der Meinung, dass mit diesem Zulassungsantrag sich der Landtag nicht nur befassen sollte. Besser wäre eine echte Volksinitiative. Wir würden gerne sehen, dass im Landtag verpflichtend eine Anhörung zum Anliegen der Antragsteller durchgeführt wird. Das Parlament wäre dann schon in dieser frühen Phase verpflichtet, sich mit dem Thema, das die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt, intensiv zu befassen. In anderen Bundesländern werden mit diesem Instrument gute Erfahrungen gemacht. Es entstehen Dialoge, Kompromisse, und zahlreiche Anläufe finden ein Ende bereits auf dieser Ebene. Zu einem zweiten Aspekt, den Sie ändern wollen. Wir finden es auch vollkommen gut und richtig, dass die Eintragungsfrist von den viel zu kurzen 2 Monaten jetzt auf 6 Monate verlängert wird. Aber wir merken an, das Verfahren zur Eintragung bleibt behäbig und ist schlicht bürgerfeindlich. Es ist doch praxisfern, dass die Unterschriftensammlungen für die Unterstützung des Begehrens im Amtseintragungsverfahren stattfinden müssen. Und nur noch insgesamt 4 Bundesländer halten an diesem veralteten Verfahren fest. Wir brauchen die Möglichkeit einer freien Unterschriftensammlung, denn für viele Menschen stellt es eine Hürde dar, auf ein Amt zu gehen und sich dort für das Volksbegehren einzutragen. Die genannten Aspekte müssen aus unserer Sicht deshalb zwingend noch verbessert werden. Wir werden das Gesetzgebungsverfahren nutzen, um uns noch einmal intensiv mit diesen, vielleicht auch noch anderen Verbesserungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und werden, wenn nötig, einen entsprechenden Änderungsantrag in das Gesetzgebungsverfahren einbringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auch wir bedanken uns bei Ihnen. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen der Fraktionen vor, sodass der zuständige Staatsminister des Inneren, Peter Beuth, das Wort erhält. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Rudolph hat eben gesagt, wenn wir im letzten Jahr andere Gesetze beschlossen hätten, dann wäre die Debatte heute sozusagen nicht erforderlich gewesen. Ich kann Ihnen, lieber Kollege Rudolph, sagen, doch, sie wäre in jedem Fall erforderlich gewesen, weil, das haben wir gerade eben schon debattiert, die Umsetzung dessen, was hier der Hessische Landtag den Bürgerinnen und Bürgern vorgeschlagen hat, an Veränderungen der hessischen Verfassung, hätten wir heute nicht in Gesetzesform gießen können. Dazu gehört die Frage, wie wir Volksbegehren in Zukunft durchführen wollen. Dazu gehört die Frage des Wahlalters. Es wäre auch deswegen nicht überflüssig, weil wir die Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts zu der Frage der Betreuten im Bereich des Wahlrechts, unter welchen Erwägungen wir diese Regelungsänderung hätten machen können. Auch hier ist es erforderlich, dass wir haben das in verschiedenen Debattenbeiträgen schon gehört, dass wir eine Synchronisation hinbekommen mit dem Bundeswahlrecht, weil wir werden am Ende Wählerinnen und Wähler bei gemeinsamen Wahlen, kommunalen Wahlen, Landeswahlen, Bundeswahlen, Europawahlen haben. Und an dieser Stelle ist es schon alleine aus Praktikabilitätsgründen erforderlich und klug, wenn wir dann mit ähnlichen Grundsätzen an diese Frage herangehen. Es geht am Ende auch bei der Frage, wie wir das Wahlrecht der Betreuten hier ausgestalten, natürlich auch um die hinreichende Absicherung der Integrität unserer Wahlen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Deutsche Bundestag sehr schnell nach der Beschlussfassung des Bundesverfassungsgerichts die Prinzipien niedergelegt hat, die auch am Ende dafür sorgen, dass die Assistenz bei der Stimmabgabe entsprechenden Regeln unterliegt, aber eben auch die unzulässige Assistenz entsprechenden Sanktionen unterliegt. Auch das ist erforderlich. Meine Damen und Herren,
Ich denke, dass wir mit diesem Gesetzentwurf der Fraktionen sehr zügig nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in einem synchronen Prozess mit dem Deutschen Bundestag ein ordentliches Wahlrecht auf die Reihe bekommen werden. Wir freuen uns auf die entsprechenden Anhörungen und die weiteren Debatten. Aber es ist wichtig, dass wir hier bald Rechtsklarheit bekommen, damit wir eben ein Wahlrecht haben, was den Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts auch genügt. Vielen Dank. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs erfolgt. Wir werden ihn alle gemeinsam zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss überweisen, es sei denn, jemand widerspricht. Das ist nicht der Fall. Ja, jetzt habe ich eine Frage an die parlamentarischen Geschäftsführer. Die sind ja auch alle jetzt anwesend. Liebe parlamentarische Geschäftsführer, bitte alle mal kurz aufpassen. Gehe ich recht in der Annahme, dass alle Tagesordnungspunkte, die auf der Tagesordnung jetzt stehen, ins nächste Plenum geschoben werden? Es nicken alle fürs Protokoll mit dem Kopf in die Richtung Ja. Damit ist diese Frage beantwortet. Er spart uns sicherlich mindestens 20 Minuten. Dann kommen wir zum Ende. Aber ich muss die traurige Mitteilung machen für alle Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder des Rechtsausschusses und des Unterausschusses Justizvollzug sind. Es ist noch nicht fertig, sondern Sie treffen sich im Anschluss jetzt im Raum 501a. Und wenn die gemeinsame Sitzung fertig ist, die Rechtspolitiker noch einmal ganz alleine. Ich wünsche Ihnen ein schönes Gelingen. Die Sitzung ist hiermit geschlossen. Ja.